Was geht ab, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zurück zu Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist. Wir starten direkt mit einem Kartenshop. Wir haben im letzten Part Joey Wheelers Booster freigeschaltet und das nutzen wir doch mal direkt aus, um uns ein paar neue Karten zu holen. Ja, ich hoffe, da ist es. Oh! Oh, und der Unterwäldler Mega Cyber, das ist schon mal sehr nice und ich habe übelst die Kopfschmerzen von diesem verdammten Headset. Also, um ehrlich zu sein, mir tut gerade mein rechtes Ohr mehr weh als der Kopf an sich. Nee, der Kopf, ich habe voll die Kopfschmerzen irgendwie. Zoa, mega gut, und Metallpanzerkäfer, nicht schlecht, das sind zwei sehr gute Karten. M-Krieger 1 und so, ja, okay. Ich würde sagen. Einen Booster noch, alle guten Dinge sind 3. Ah, mal schauen, ob wir jetzt noch was drin haben. Oh, Schild und Schwert. Urritter von. Also, das Einzige, was mich eigentlich so wirklich interessiert, ist Schild und Schwert, aber das ist. Naja. Ein 4-Sterne-Monster mit 2000, das ist auch gut. Allerdings brauchst du dafür einen Eisenkern von. Kowaki Mairu. Sonst? Ja, kannst du. Musst du aber nicht zum Spielen verwenden. Was ist das? Dein Gegner erhält 3000 Life Points. Was? Was ist das für eine Karte? Ja, Geschenkgutschein. Warum sollte ich meinem Gegner 3000 Punkte schenken? Warum existiert so eine Karte? Ja, was, also es gibt, was den Sinn dahinter hat. Ab und zu habe ich schon gesehen, dass diese Karte zwar nicht eingesetzt wird, aber. Es gibt sogar wirklich eine Folge, wo die Karte eingesetzt wird. Ich weiß nur gerade nicht mehr, aus welchem Zweck. Es gibt Karten, die den Effekt haben, dass wenn dein Gegner mehr LP hat als du selber, das. Ja, okay, Megamorphose zum Beispiel, aber trotzdem, ganz ehrlich, die Wahrscheinlichkeit, dass du so eine Kombi machst, also dass überhaupt so eine Karte existiert und dann noch mit 3000 Points. Und vor allem, was hat die in Joeys Deck zu tun? Die hatten auch solche Karten. Abschwäche Spiegelritual hat nichts mit Joeys Deck zu tun. Das auch nicht. Also, naja. Nee, ich reg mich nicht auf. Nein, das habe ich gerade genug. Okay, Deck ändern. Wir gehen mal kurz ins weitere. Oh, du willst das Deck ändern? Erzähl, warum? Ich will nur mal kurz gucken, die hatten wir noch. Die hatten wir noch. Wir haben die ganzen Ritualmonster fehlen. Also, die Ritualzauberkarten haben wir jetzt alle schon mal. Du möchtest Ritualmonster drin haben. Ja, irgendwann, aber noch nützt es nichts. Oh, wir haben Knochenbrecher. Kowaki Mairu, Wächter. Und Königin der der Unterwelt, Erza der Rettler. Ja, also. Was ist das für ein Monster? Ich bin da 100. Ja, ich guck mal nur kurz, die ist nur noch so. Also, ich sag mal so, zum Thema Ritualmonster bin ich etwas. Egal. Ich finde die persönlich nicht ganz so gut. Ja, gut. Ansichtssache. Ich mochte sie auch nicht, halt, weil sie relativ schwer zu kriegen sind, also zu machen sind. Findest du? Ja, Ritualmonster. Ja. Die Wahrscheinlichkeit ist halt nur, ich sag mal, bei Fusionen ist es einfacher. Du kannst im Normalfall jedes Fusionsmonster bis zu 3x drin haben und jede Fusionskarte und Fusion selber 3x, rein theoretisch. Ja. Ritual ist aber so, dass du jede Karte nur einmal haben kannst. Ja. Ja. Aber dafür brauchst du keine speziellen Monster, um Karte zu beschweren. Ja, aber dafür brauchst du trotzdem noch die Stufenanzahl von den Monstern. Das heißt, du musst trotzdem noch genügend Monster auf dem Feld haben. Handkarten gehen auch. Ja, gut, aber trotzdem. Gut, es geht weiter mit die Stunde der Wahrheit. Während Yugis Team ihren Weg durch das Turnier arbeitete, drehte sich unsere Geschichte nun zu Seto Kaiba für einen Moment. Wie du dich erinnerst, Seto wurde nur einmal in einem Monster, in Duell Monster, in Duel Monsters besiegt von Yugi. Seto hatte einen kleinen Bruder namens Mokuba. Pegasus erführt Mokuba und sperrt ihn in einen Keller, um Seto eine Falle zu locken, und es funktionierte. Als Seto seinen Weg in den Kerker machte, um seinen Bruder zu retten, sprang Pegasus seine Falle und stahl Mokubas Seele sowie von Yugis Großvater. Seto Kaiba, kümmerst du dich genug um das Leben deines Bruders und versuchst seine Seele zu retten? Du bist menschlich. Du bist nicht menschlich. Achso, Entschuldigung. Okay. Ziemlich menschlich eigentlich, nur außerordentlich begabt. Pegasus warf eine Handvoll von Sternschiffs zu Kaiba. Hier, du wirst diese für dein Duell gegen Yugi benötigen. Warum machst du das? Meine Gründe gehen niemandem was an. Vielleicht mag ich nur den Kampf, das ständige, das Tauziehen zwischen dir und Yugi, Junge. Oder vielleicht will ich etwas, das du nicht in der Lage bist, zu begreifen. Spreche es aus, was willst du? Will, ich möchte sehen, ob du in der Lage bist, kleinen Yugi in einem Duell zu besiegen. Und nur wenn du ihn in einer demütigen Niederlage erfolgreich besiegst, erhältst du die Möglichkeit, mich zu duellieren. Dann, wenn du mich zuschlägst, verspreche ich, deines Bruders Seele wiederzuerstellen. Wenn du mich zuschlägst, was ist denn das? Im Moment habe ich keine andere Wahl, als das Spiel zu spielen. Aber sobald ich Yugi besiegt habe, komme ich wieder.
Und du besser machst dein Versprechen wahr, meines Bruders Seele wiederherzustellen, denn wenn du dies nicht tust, werde ich eine große Freude haben bei der Trennung von deiner Seele aus deinem Körper auf meinen ganz eigenen Weg. Und damit hatte Pegasus einen anderen Donut unter seine Kontrolle, um Yugi zu besiegen. Yugi und ich haben genügend Sternschild, um nun in die Burg zu kommen. Ist es nicht so, Yugi? Ja. Yeah. Endlich. Großvater, ich komme. Hey Leute, schaut, du wirst nicht glauben, wer unseren Weg in die Burg blockiert. Es ist Kaiba. Ich kann dich nicht reinlassen, Yugi. Ich habe 10 Sternships gewonnen, also geht's zur Seite. Du hast vielleicht genügend Sternships gewonnen, um dich für die Duelist Kingdom Playoffs zu qualifizieren, aber ich kann dir nicht erlauben, gegen Pegasus anzutreten. Er gehört mir. Du und ich werden ein letztes Duell haben, Yugi. Ich werde dich nicht duellieren, ich muss es nicht. Oh, was ist denn das für ein Deutsch? Also, nicht mehr so sicher, dass dein sogenanntes Herz der Karten dir hilft zu gewinnen? Du hast nur Angst, dass du mich nicht ein zweites Mal schlagen kannst, du Feigling. Halt dich zurück, er hat nichts zu beweisen. Yugi, du meintest, du hast gewonnen, indem du das Herz der Karten angeklopft hast. Und für eine lange Zeit habe ich nicht gewusst, was das bedeutet. Aber jetzt glaube ich, ich weiß, was es bedeutet. Und es brauchte Pegasus, um es mir zu zeigen. Es gab mir einen Grund, mein Herz in die Karten zu setzen. Zum ersten Mal kann ich mich mit Feuer und Leidenschaft in meinem Herz duellieren. Yugi, du kannst dieses Duell nicht akzeptieren. Ich habe mich verändert. Ich verdiene einen Rückkampf. Gib mir eine Chance, dich jetzt zu duellieren, Yugi. Lass mich dich aus den richtigen Gründen spielen. Man muss dazu sagen, dass Kaiba noch nie in einer anderen Staffel oder sonst wo so sehr mit in das Herz der Karten und ja, es ist so und dies und das gezeigt hat. Kaiba, achso, Entschuldigung. Kaiba, ich akzeptiere dein Duell. Wir werden sehen, was du wirklich gelernt hast. Gut, da es mein Kaibas Deck ist, werden wir mit dem Geschichte-Deck spielen, weil ich auch unbedingt den Blau gegen Ultrapuff haben möchte. Also ja. Das wäre echt mein Traum, weil ich spiele jetzt. Und deswegen hoffe ich einfach mal mit Kaibas Deck zu gewinnen. Ich spiele natürlich wieder als Erster. Ja, was ich nicht unbedingt nachvollziehen kann. Aber wenn du damit glücklich bist. Ich denke mal, damit werde ich auf jeden Fall glücklich sein. Fusion kann ich damit schon mal holen. Allerdings bringt mir alles andere noch nichts. Und ich habe zweimal Sagi, Clown der Dunkelheit, den setze ich einmal verdeckt. Und mit Fusionsweiser hole ich mir einmal Fusion in mein Deck, aus dem Grund, dass mein Deck nochmal neu gemischt wird, um die Hoffnung schneller zu meinen weißen Drachen zu gelangen. Ja, die Wahrscheinlichkeit bleibt allerdings recht. Ja, klar. Jetzt kommt der Mathe-Experte hier wieder durch. Was kommt da durch? Der Mathe-Experte. Ja. Wahrscheinlichkeit ist irgendwo so ein Kram. Hitotusimi-Riese. Ja. Ich setze nochmal Sagi Clown der Dunkelheit weg. Wir sehen aber nochmal so blöd ist im Angriff. Ah, ich würde ihn vielleicht nicht als blöd bezeichnen, sondern eher als. Nee, okay, er macht das Richtige. Er ruft Drachenflug. Eine Karte, die außerordentlich kraftvoll ist. Ja. Ja. Nun setze ich diese Karte verdeckt und setze Gabe der mystischen Elfe verdeckt. Erhöhe deine Leitfans für jedes Monster auf dem Spielfeld um 300 Punkte. Die hebe ich mir noch auf und solange ich Affe habe, verlieren wir auch keine Punkte. Ich hoffe mal, wenn er jetzt noch Monster spielen sollte, dann spiele ich sie. Ja, weil sonst wird er auch mal ein Monster kaputt machen. Ja, jetzt aktiviere ich sie. Weil jetzt nützt sie auch was. Aber er wird niemals an meine 14.000 LP rankommen, die ich einmal gegen dich in einem Duell hatte. Ja. Ja, das war ein schönes Duell. Wegen welcher Karte ist das? Slifer. Nein, die Fallenkarte. Die Fallenkarte, Entkräftigungsschritt, genau. Mit dieser Karte habe ich Leons Attacke. Sollte ich sie opfern? Ich weiß nicht. Wofür? Um gegen ihn zu kämpfen. Weil ob ich jetzt ihn so opfer gegen Abwehr oder ob ich Yugi nochmal 200 Punkte Schaden zu machen habe, ich bringt halt auch nicht. Weil viel. Bei anderen verlierst du ja nochmal. Ja, okay. Hier finde ich auch. Ja, aber wenn ich ihn verdeckt spiele, finde ich auch was. Okay. Ja, mehr. Deshalb leg ihn mal im Angriff und greif ihn an. Okay. Ihr müsst euch das so vorstellen, ich hatte ein. Ich weiß gar nicht mehr, was für ein Monster da lag. Was war, weißt du das noch? Das war Herr der Drachen. Ja, der Drachen? Ja, das war ein richtig schwaches Monster mit 1200. Ja. Und ja, ich hatte Slifer dann auf dem Feld, 7 Karten in der Hand, also richtig mächtig. Und ich hätte auch gewonnen, weil er hatte nur noch 5-2 und 5-8 hätte er dann verloren. Ja. Und dann kommt er mit seiner Fallenkarte an und gleichzeitig noch mit der Karte. Was war denn das für eine Karte? Ich hab sie hier gleich, einen Moment. Ich bin ja sehr stolz auf mein Deck, auch wenn ich davon sehr viel halte, was aber sehr viel. Oh, ich kann einen weißen Drachen in meiner Hand holen.
Mauer des enthüllenden Lichts. Mit vielleicht kennen sie ja einige von euch, ich kann eine gewisse Anzahl von Life Points zahlen. Damit und mein Gegner muss mehr Angriff haben, als ich Life Points geopfert habe, damit er mich überhaupt angreifen darf. So, jetzt brauche ich mal kurz deinen Rat. Was würdest du machen? Würde ich jetzt Monster Wiedergeburt opfern, um ein schwaches Monster zu holen, sie zu opfern, den weißen Drachen zu spielen, auf das Risiko, dass er da Spiegelkraft oder so hat, oder warten und den Angriff riskieren? Setze Kampfochse in die Verteidigung. Was denn opfern? Das ist ein gutes Monster im Angriff eigentlich. Ja, aber wenn er jetzt nicht eine Karte setzt... Ja, aber dann habe ich später vielleicht gar nichts, wenn er dann trotzdem jetzt noch... Ja, dann warte einfach. Ich weiß nicht, ich warte. Weil Wiedergeburt würde ich auf jeden Fall nicht setzen, weil nachher könntest du dir nochmal einen Bogen gegen den weißen Drachen ja. Als sie für so ein Kerb. 1200. Das wäre schon mega geil. Okay, zum Glück hatten wir die 9200. Dadurch haben wir jetzt noch ein bisschen Glück gehabt. Ja, jetzt musst du gucken, was du machst. Du brauchst ein Monster in der Verteidigung. Sonst fügt dir die gleich Schaden zu. So, ich greife ihn jetzt an und er verliert 500 Schaden. Stimmt, was ich ja beim letzten Mal nochmal erzählen wollte, war Marek Sek. Ich habe mir das mal genauer angeschaut. Und zwar, er hat wirklich keine Karten, für er irgendetwas opfern muss, bis auf die ägyptischen Bitterkarten. Ja. Deshalb. Er hat auch viele Effektmonster. Ja, er hat nur Effektmonster bis auf vier andere normale Monster. Ja, er hat Sündenbrecher und sie wird dadurch zerstört. Sehr nice. Wodurch ich sagen muss... Ach verdammt, was soll ich tun? Jetzt wird's tricky. Jetzt wegen weißen Drachen zu versagen. Also, du bist nicht auf einen weiteren weißen Drachen angewiesen. Aber mir bringt der weiße Drache ihn nicht. Also ich lasse es erstmal noch. Du hättest... Ich hätte nichts machen können. Ich hätte nur Monster Wiedergeburt verschwenden können. Jetzt holt er noch einen zurück und greift mich natürlich fett an. Ja. Ja. Und so mit ist das Duell vorbei. Oh, zwar auf die Punkte genau. Das ist bitter. Ja. Darf ich nochmal? Ja. Okay. Noch einmal. Kartenpreis. Wir haben den schwarzen Magier trotzdem gewonnen. Nice. Aber wir werden diesen Text nicht noch einmal lesen. Ich will trotzdem den blauen Mörder da drin, das wäre schon nice. Ja, du kannst sonst gerne mal über dein Deck reden, wenn du möchtest. Ja, mein Deck. Ja, ich bin im Moment ein bisschen fokussiert auf das Deck. Ich weiß nicht warum, aber es sieht mich an. Es sieht relativ schwach aus, hat aber doch ziemlich viele Hintergründe, die dann doch ziemlich gut sein können. Ja, ich muss euch. Also, es ist da eine Geschichte, weil. Und zwar. Ich habe drei Karten, die bei meinem Deck immer dabei sind. Und zwar einmal den dunklen Magier in gefälscht, den Drache des Lichts und der Finsternis und ein Kuribo. Also es ist einfach das Gefühl, als wenn sie mir weiterhin irgendwie Glück bringen, als wenn es irgendwie ein Glücksbringer wäre. Und das finde ich dann ganz geil. Also es ist... Ich habe mir schon zwei. Yes! Es hilft mir einfach. Es hat so eine Art beschützenden Instinkt. So, ich habe ein Fusionsmonster und zwar Elementarheld Rampart Blaster, wo ich natürlich auch die zugehörigen Monster für habe. Einige kennen vielleicht seinen Effekt. Und zwar, wenn diese Karte in der Verteidigung liegt, kann ich direkt angreifen. Sorry, dass ich gerade unterbreche, aber dank Auge der Wahrheit sieht ihr zwar jetzt alles, was ich in der Hand habe, aber solange ich auch Monster Wiedergeburt in der Hand habe, bekomme ich nun jede Runde 1000 Punkte, solange ich mindestens eine Zauberkarte in der Hand habe. Geil. Ja. Ja, und kann ihn dann direkt angreifen mit der Hälfte des Angriffs, die ich habe. Zusätzlich zu dieser Karte habe ich auch in der Hoffnung, dass es so hinkommt, noch die Waffe, die Karte Fusionswaffe, glaube ich, heißt die. Ich suche sie gerade mal Fusionstor? Nein, Fusionswaffe. Wodurch ich nochmal 1500 Angriff und Verteidigung zubekomme. Ich selber muss leider, danke, dass du mich darauf angesprochen hast, auf Fusionstor sagen, ich habe keine Hundenrealisation oder andere Karten, wo ich etwas mit fusionieren kann, bis auf diese Karte. Deshalb bin ich eigentlich sehr auf diese Karte angewiesen, auch wenn es mein Feldzauber ist. Geil! Besondere Fähigkeit, ich kann mir den letzten weißen Drachen holen. Jetzt brauche ich nur noch Fusion! Du hattest das
Weiße Ei? Ja. Und wir haben noch schon 11.000 Lifebars. Ich frage mich, was er damit erreichen möchte. Weil er ist, Moment, warte sich nur Fehler. Ja gut, aber er setzt einfach darauf, gute Karten zu ziehen. Er hat nämlich schon das zweite Mal Lichtschwerter gespielt. Aber sobald ich meinen bläugigen Ostertrachen habe... Und jetzt stell dir mal vor, hat er die ganze Zeit Teile von Exodia gezogen. Auch wenn es ja, aber es geht ja nicht mehr, weil er hat kein Exodia mehr. Ja, ich weiß. So, wir wollen mal weiterschalten. Das war zu Blue Chevalier. Es ist eine Karte, die habe ich mit in einem Spiel bekommen. Ja. Wo ich auch zusätzlich die Karte Blumensynchron mitbekommen habe und endlich frei, die auch beide in meinem Deck drin sind. Und ich merke gerade, es wird zu lange dauern, wenn ich jedes Mal den Effekt zusage. Ich werde ihn mal nur von den Schlüsselkarten, die ich habe, nennen. Und zwar habe ich noch. Das sind so meine zwei Karten, die ich als Fusion und Synchro-Monster drin habe. Ja, gut, ich habe keinen besseren Drachen mehr. Aber das Deck wird neu gemischt auf die Hoffnung auf Fusion. Ja, muss kommen. Es muss kommen, das wäre echt mega gut. Ja. Ich weiß sowieso zwar, dass er spielt. Ja! Da ist es. Ja. Obwohl ich ganz ehrlich jetzt noch warte. Warum? Weil ich darauf wette, dass er entweder irgendwie dieses. Und dann kannst du wieder gewöhnen. Ja, okay. Aber ich warte hier erstmal kurz ab. Ja. Ich hätte eh noch nicht angreifen können. Okay. Und jetzt hat er den schwarzen Magier und greift die Abwehrattacke an, okay. Aber es ist mir egal. Bei nächster Runde werde ich seinen schwarzen Magier vernichten. Das wäre gut. So, ich habe die ultimative Kombination von Sato Kaiba in meiner Hand, Leute. Ich bekomme erstmal nochmal 1000 Lebenspunkte. Meine Lebenspunkte steigen ins Unermessliche. Wollen wir es wagen? Ich hoffe, dass jetzt spiele ich Fusion. Nehme den blauäugigen Ultradrachen und fusioniere meine drei weißen Drachen mit eiskaltem Blick. Der Zeitpunkt ist gekommen, die ultimative Kreatur von Seto Kaiba aufs Spielfeld zu rufen. Ich hoffe, es wird Zeit. Diese Karte eine Spielbrücke verschmelzen. Der blauäugige ultimative Drache ist sogar eine Trophäe. Und ich habe sie freigeschaltet. Und nun wird es Zeit, ihn anzugreifen und den schwarzen Magier zu vernichten. Kuribo. Und er hat aber Kuribo, aber der schwarze Magier ist hinne. Und was ich gut finde, ist, es zeigt doch, dass er keine verdeckten Karten, keine guten verdeckten Karten hat. So, außer er hat eine komische Strategie. Wir wollen mal weiterschreiten zu meinem Deck. Ich habe zweimal den weißen Nachtdrachen drin, der vom Effekt her auch sehr gut ist. Oh, mega geile Runde, ey. Und ich kann jedes Mal einen Angriff auf diese Karte umdenken, indem ich eine Zauber- oder Fallenkarte opfere. Ich gehe das Risiko ein. Ich will es nicht machen. Zu spät. Jetzt geht es um alles oder nichts. Ein Spielzug und das ist alles vorbei. Solange er jetzt kein Macht des Spiegels hat, okay, er hat Sündenböcke. Eins. Aber wir können zwei, alle vier vernichten. Drei. Und solange es kein Macht des Spiegels ist, vier. Ist mir das ziemlich egal. Ja. Wiederholt angreifen. Ja, wir schlagen Nummer 1, Nummer 2, Nummer 3 und dann Nummer 4. Der blaue Gewulter-Drache kann natürlich nicht angreifen, so, ne? Aber der weiße Drache. Ja, schade. Eigentlich schon schade, ja. Okay, damit hätten wir Sündenböcke auch schon erledigt. Und ich hoffe einfach, dass er keine Spiegelkraft jetzt bekommt. Nee. Dann habe ich noch den blauäugigen weißen Drachen einmal. Schimmerdrache und Koromori-Drache. Er ruft Kuribo im Angriffsmodus. Und spielt Detonieren an. Nein! Damit kann er den blauäugigen Ultra-Drachen vernichten. Hättest du mal. Aber ich sag ja. Ja, trojanisches Pferd. Das ist auch eine Karte. Ich kann ihn noch ohne den blauäugigen Ultradrachen vernichten. Auch wenn es geiler gewesen wäre, aber. Ich opfere antike Lampe für den Schwertritter. Ja. Ich kann das trojanische Schwert opfern und das gilt dann für zwei. Schwarzflügel, geil. Das gibt's doch nicht! Noch einmal Sündenböcke. Verdammt, ich hätte echt Monster wieder gut behalten sollen. Ja. Ah, Mist. Crap. Da kommt wieder der defensive Spieler mit durch. Ja. Ja, manchmal ist es einfach vorteilhaft. Ich bin immer einer, der geht auf Risiko gerne mal. Ja, das merken wir. Also auch nicht nur beim Spielen. Gut, ich würde jetzt auch nicht sagen, gleich direkt im Rahmen leben, aber es gibt in vielen Spielen, in vielen Videospielen, aber auch in vielen anderen Situationen, wo ich einfach gerne mal auf Risiko gehe und sage ganz ehrlich, zum Beispiel auch mal in der Schule oder so. Bevor ich jetzt irgendwie am Beispiel Hausaufgaben vergessen, bevor ich jetzt mich abacker, zerstört den weißen Drachen. Das ist unfassbar, wie er das jetzt noch hinkriegt, meine guten Monster zu vernichten. Ja, sehr leise.
Ja, das ist nicht so. Ja, gut, aber ich kann mich trotzdem nicht schlagen, ich meine mit 17.000 Punkten. So, jetzt. Ich werde ihn trotzdem vernichten. Aber wie gesagt, was ich sagen wollte, zum Beispiel in der Schule, wenn man mal Hausaufgaben vergessen hat, werde ich jetzt zum Beispiel, weil ich jetzt. Ich habe mir am Anfang mal die Mühe gemacht und die noch schnell vor der ersten Stunde gemacht. Irgendwann habe ich gesagt, die Mühe mache ich mir nicht mehr. Ja. Dann musst du noch sagen, okay, du hast es vergessen, dann muss man dazu auch stehen. Und dann halt auch eben. Ach, du hast auch mal den Schritt bekommen oder so. Ne? Du hast das gesagt. Was? Wenn nachgefragt wurde, ich habe Hausaufgaben vergessen. Nee, wenn nur, aber ich hatte halt auch Lehrer, die sind rumgegangen. Ach so, ja. Also bei okay. Den Lehrern, die nicht rumgegangen sind oder so, dann habe ich natürlich auch meine Klappe gehalten. Die haben auch meistens gar nicht nachgefragt, im Gegenteil. Ich habe die entweder aus freier Schnauze oder irgendein Zettel da liegen gehabt. Oder teilweise sogar auch, was cool war, wenn das irgendwie zum Beispiel Mathe eine Aufgabe war, die irgendwie über fast ein komplettes Buch geht mit 5. Warum habe ich gerade nicht angegriffen? Ich bin dumm verfehlt, sorry. Zum Beispiel, wenn es halt jetzt mit mehreren Aufgaben war und die halt groß war, wegen vielen Formeln, habe ich teilweise einfach nur, weil ich früher auch ein Experte war, mir das Datum zu schreiben, irgendein Blatt hingelegt und hat es einfach abgezeichnet oder so. Also es gab schon ein paar Tricks, die man immer wieder machen konnte. Wir hatten ein Arbeitsheft mit Lösungsbuch. Man hätte ja jedenfalls sagen können, ich hätte die Lösung abschreiben können, aber. Guck mal, über 20.000 Lebenspunkte, wie Darts. Ja, aber selbst dazu war ich zu faul. Ja. Ich habe das Heft da hingelegt, hab mein Lehrer gesagt, kommen Sie, ich habe das gemacht, ich weiß die Lösung sogar noch, liegen wir zu Hause auf dem Zettel, ich kann Ihnen das sofort sagen, wenn ich reinkomme. Dann habe ich mir das Lösungsheft auf den Schoß gesetzt. Ja, und dann immer, wenn ich sozusagen gelesen habe, von diesem Lösungsheft abgelesen. Und alles lief prima. So, wollen wir mal weitermachen. Ich habe den genverzerrten Kriegswolf mit drin. Eine meiner wichtigsten Karten ist auch der Trugbilddrache, wodurch man keine weiteren Karten wie Spiegelkraft oder sonstige Sachen aktivieren kann während meiner Battle Phase. Herr der Drachen. Für Drachenrufflöte auch sehr wichtig. Mein Deck ist sehr drachenbasierend. Allerdings auch heilende Nixe mit drin, wodurch ich immer wieder 800 Lebenspunkte bekomme. Hast du für den einen deutschen Namen? Pistolendrache. Den Pistolendrache habe ich mit drin. Wodurch ich dann immer pro Runde eine Karte zerstören kann, wenn ich Münzglück habe. So. Was ich bis jetzt aber sagen muss, hatte ich immer gutes Glück. Was, wenn es ums Münze wird. Ja. Das war's soweit zu meinem Monster. Achso, nee. Ich habe noch den zusätzlich natürlich so elementar Clayman noch. Kannst du den Namen noch einmal bitte sagen? Elementar für Trinitrix. Genau. Ich kann den Namen nicht aussprechen. Und noch eine Harpie drin. Ja, Fusionstor drin, Spalt, endlich frei. Ehrung der Verdammten. Eine auch sehr wichtige Karte für die Götterkarten auch immer wieder gerne mal. Ja, wenn man kann auch halt an, wie man die Götterkarten weiterverwendet. Ja. Bodeneinsturz. Kann man auch immer gut Leute mit Ärger. Ja. Das ist ein Kräftigungsschild, Sakuratsu-Rüstung, magische Zylinder. Ich hab unendlich Power, Alter, das ist so geil. Aber ja, du merkst es auch nicht. Ich versteh es nicht. Was versucht er denn daraus noch zu machen? Ich weiß es nicht. Warum will er denn. Also, ich muss sagen, ich respekt, dass er den weißen Drachen und den Ultradrachen vernichtet hat. Kartenzerstörung. Habe ich auch immer sehr gut gespielt. Energieverlust, Fusionswaffe, Mauer des Lichts, die Friedhofbombe. Mauer des Lichts ist so eine beschissene Fallenkarte. Die ist auch echt gut. Ich habe sie früher selber gerne in meinem Hauptdeck gehabt, als ich noch gesammelt habe und richtig gespielt habe. Das habe ich ja leider nicht mehr. Die ist richtig gut und noch tausendmal besser, meiner Meinung nach, als Pyramide des Lichts. Das ist einfach echt eine gute Karte. Ja. Toll, ich kann mir jetzt dreimal Fusion holen, ganz ehrlich. Einmal ist schon verbraucht, deswegen kann ich es nicht mehr nutzen. Toll, was ist denn das für eine Hand? Die Friedhofbombe. Auch sehr ärgerlich. Ah, das gibt's doch nicht. Krug der Gier. Voreiliges Begräbnis. Die Drachenrufflöte. Fallgrube. Das schwarze Loch. Ja, jetzt kommt bestimmt wieder, falls jemand ins Kommentar schreibt, wieso denn, ist doch verboten. Darfst du doch gar nicht drin haben. Das schwarze Loch? Ja. Echt? Ja. Okay. Dann sage ich, ist mir egal. Ich nehme mit diesem Deck an keinen Turnieren teil. Ja. Leon sagt auch schwarzhalber immer wieder gerne, dein Deck ist sowieso für Turniere nicht erlaubt. Ja, ist auch so. Irgendwie ist das total. Weil ich damit sehr. Ha! Ah! Du hast ein Krautrolle in deinen Gegner überlässt.
Ja, toll, bei so vielen Lebenspunkten mich hab, juckt mich das überhaupt nicht. Dann habe ich noch Ikarus-Angriff. Du kommst doch eh wieder, Tom. Du immer wieder gern. Ich habe den jetzt eh fertig gemacht, der Typ hat verloren. Ich weiß nicht, was er damit bezwecken wollte noch. Ja, auch nicht. Heißes Herz, schwerer Sturm und Zwangsevakuierungsgerät. Entschuldigung, aber wer denkt sich denn so einen Namen? Ich weiß es nicht. Aber ich habe das Duell gewonnen. Evakuierungsgerät. Yugi weigerte sich, seinen Angriff gegen Kaiba zu beenden, weil er körperlichen Schaden zugefügt hätte. Als Yugi sich weigerte anzugreifen, schlug Kaiba zu und nahm den Sieg. Ich kann es nicht glauben. Der hinterhältige Widerling wischte Yugi aus. Ach ja, das bist du eigentlich. Es tut mir leid, mach weiter. Es tut mir leid um deinen Großvater, aber du hast das Richtige getan. Du hättest Kaiba weh getan und ich weiß, dein Opa möchte nicht auf diese Weise gerettet werden. Dann denke ich, bekam er, was er wollte. Wenn Yugi getan hätte, was er getan werden müsste, würde er in der Burg einziehen. Nicht ich, aber er war zu schwach, um sein Spiel durchzuziehen. Pegasus, sein Plan war perfekt aufgegangen. Gute Arbeit, Kaiba-Junge. Wie du dir wünschst, werde ich dein nächster Gegner sein. Klein Yugi spielte nicht annähernd so gut in diesem Rückkampf. Sein Geist ist gebrochen und sein Großvaters Seele bleibt meins. Entschuldigung, aber diese Lache gerade... Okay, ja, neues Deck, neue Duelland, Battle Pack. Oh. Neues Battle Pack ist freigeschaltet mit Slifer wahrscheinlich. War of the Giants, okay, cool. Signaturkarte, Kartenpreis. Kaufen. Ja, Battle Pack ist ja nicht zum Kaufen. Battle Pack ist das, was wir schon mal ausprobiert hatten. Wo wir gegen kämpfen müssen. Mann. Das heißt, wir dürfen jetzt gegen ein Deck kämpfen, was Slifer im Deck hat. Noch super. Aber das werden wir dann nicht machen. Okay, im nächsten Pack geht es dann weiter. Wenn es euch gefallen hat, wisst ihr, wie ihr es zeigen könnt. Und